Einen wunderschönen Mittag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie mit meiner Story hier nicht lang stören. Ich dachte mir nur so, vielleicht wollen Sie ja hören, wie es mir so ergangen ist, ich will Sie nicht empören. Zum Mitte Juni lag auf einmal so ein Ding in meinem Brieffach. Und als ich es dann höchst gespannt aufmache, steht da nach einigem Zeug irgendwo drin, ich komme zu Kortlord Zeltfelder, nach Wassergebrannen Inn. Aha. Was weiß ich denn darüber? Die Stadt soll ja recht schön sein. Und welche anderen Sachen fallen mir da noch ein? Jahrelang schon deutscher Meister sind die Basketballdamen. Die Fußballmänner spielen Bayernliga. Da kein schlechter Rahmen. Zum Strawanzen ist mal der Stoffel Well da gewesen und hat ein bisschen was erzählt vom Wasserburger Wesen. Der Bauer macht dort Joghurt, der Weckler, der macht Butter und scheinbar stehen da auch ein paar auf Martin Luther. Oh du meine Güte, hey, wo schicken die mich hin? Nach Wasserburg am Inn, nach Wasserburg am Inn. Weit und breit, keine Autobahn, wie kommt man denn da hin? Nach Wasserburg am Inn, nach Wasserburg am Inn. Stundenlang mit dem Zug zu zuckeln, macht doch keinen Sinn. Nach Wasserburg am Inn, Wasserburg am Inn. Zerbreche mir den Kopf und ich kratze mir am Kinn. Wegen Wasserburg, Wasserburg, Wasserburg am Inn. Tschick, 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 bum. Tschick, 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 bum. Tschick, tschick, tschick. Und so wie überall im Voralpenland, sind die Preise hier echt allerhand. Und es ging auch ganz schön Zeit ins Land, bis ich hier dann noch eine Wohnung fand. Gott sei Dank ist nun ein Ende mit dem Wohnungssuchdrama. Und auf dem Heimweg sehe ich das komplette Alpenpanorama. Das Gemeindegebiet ist riesig, mit saftig grünen Weiden. In der Gegend, um an Land zu fahren, lässt sich nicht vermeiden. Von Ost nach West, von Süd nach Nord, mal locker 30 Kilometer, dies ist einmal ein Wort. Wenn ich da mal kurz am Beispiel eben mal kurz zum Kindergarten fahren, kein Problem. In einer knappen halben Stunde, da schaffe ich es da schon hin. Schließlich gehen ja immerhin ganze 3 Brücken über den Drin auf 30 Kilometer. Israel hat 12 Stämme und Jesus hat 12 Jünger und wir haben im Gemeindegebiet jede Menge Dünger. Schmarrn. Natürlich auch 12 politische Gemeinden. Und das sind Alboching, Babensham, Edling, Eiselfing, Evenhausen, Griechstedt, Pfaffing, Schonstedt, Rammerberg, Rott, Schneidsee, Säuen, reimt sich nett. Von A nach B, wie fährt man da jetzt hin? Von Wasserburg am Inn, Wasserburg am Inn. Und führt da, wo ich hin will, in der Nähe auch eine Brücke hin? Bei Wasserburg am Inn, Wasserburg am Inn. BMW und Bulldog sind beide total in Wasserburg am Inn. In Wasserburg am Inn, jung und alt, die fahren da gerne hin. Nach Wasserburg, Wasserburg, Wasserburg am Inn. Bum, 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 tschick, 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 bum, bum, tschick, tschick, tschick. Viele kleine Läden und viele schöne Gassen, Restaurants und Eisdielen, die dich verweilen lassen. Und tut dir einmal etwas richtig weh, dann hilft dir gerne Romit oder Gabersee. Schließlich gibt es Menschen nach höherem Streben und gemeinsam ihren Glauben leben. Gibt's Römer, Lutheraner, Baptisten, Adventisten und andere nette Christen, Touristen und Radler. Alle wollen hin, nach Wasserburg am Inn, Wasserburg am Inn. Alle Arten von Schulen sind da mit drin, in Wasserburg am Inn, Wasserburg am Inn. Weil es hilft der Trinkenden im Mittelmeer und Inn, in Wasserburg am Inn, Wasserburg am Inn. Ein schöner Ort, an dem ich gerne bin, ist Wasserburg, Wasserburg, Wasserburg am Inn. Ich glaub, ich bin richtig da, wo ich gerade bin, in Wasserburg am Inn, Wasserburg am Inn. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich hier gerade bin, in Wasserburg am Inn. Wasserburg am Inn, ich arbeite dort und lerne vor mich hin. In Wasserburg am Inn, Wasserburg am Inn, ein schöner Ort, an dem ich gerne bin. In Wasserburg, Wasserburg, Wasserburg am Inn. Noch Fragen?